Herzlich willkommen bei Bielebitz TV am Leineweber-Wochenende. Wir wünschen euch jetzt schon mal viel Spaß, wenn ihr gleich in die Stadt geht und natürlich auch eine tolle Atmosphäre. Apropos tolle Atmosphäre und viel Spaß. Unsere Mali war letzten Pfingstsonntag in Sennestadt unterwegs bei den Parkklängen und was sie da erlebt hat, das seht ihr jetzt. Hi Leute, ich bin hier beim Parklänge Open Air und höre schon ganz viel gute Musik. Was da drin jetzt so abgeht, das gucken wir uns mal an. Ich bin hier mit Kemo, dem Organisator von Parklänge Open Air. Alles gut bei dir? Ja, auf jeden Fall wunderbar. Was ist denn so das Spezielle an diesem Open Air? Das Spezielle ist, dass wir in Bielefeld einmalig sind. Also es gibt im Umkreis keine Möglichkeit, bei schönem Wetter draußen zu tanzen. Und das haben wir hier in Zusammenarbeit mit der Sennestadt auch für die jungen Leute ermöglicht. Entstanden ist das alles damals aus dem leisen Rauschen im Jahr 2011, glaube ich. Ich weiß gar nicht, wie lange es her ist. Also letztes Jahr hatten wir in meinem Schnitt nur 1000 Leute. Jetzt heute, glaube ich, sind wir schon bei 2000. Es ist richtig viel los. Die Highlights sind auf jeden Fall Fabian Reichelt und Reiko Junior, die heute ihr neues Album präsentieren werden, das sie am 5. Juni weltweit zeitgleich auf den Markt kommt. Ansonsten haben wir gute Musik. House, Tech House, knackige Beats auf jeden Fall. Für jeden was dabei, außer man möchte jetzt irgendwie Helene oder David Guetta hören. Da ist man hier falsch. Super, dann wünsche ich dir noch ganz viel Spaß. Ich gucke mich auch noch ein bisschen um und vielen Dank. Time to make some new mistakes. Find another heart to break. Warst du schon mal hier? Nee, das erste Mal. Erste Mal. Und was ist so das Highlight für euch? Was gefällt euch so am meisten? Ich glaube einfach, dass es ja alles locker genommen wird. Ich bin hier, weil ich wurde vor ein paar Jahren das erste Mal hier mit hingeschleppt vom Kumpel und es hat mir total gefallen. So. Bisschen was trinken, bisschen tanzen. Viele Leute, die ich kenne und ja, schönes Wetter, gute Musik. Ja, Musik ist gut, Leute nett, alles super. Ja, danke Mali, das sah ja echt schon mega geil aus. Und wem das noch nicht genug war, der kann am heutigen Freitagabend ab 22 Uhr ins Stadtpalais gehen. Da gibt es nämlich die Leineweber Aftershow Party. Und wem der ganze Trubel in Bielefeld zu viel ist, der kann morgen ab 22 Uhr in Gütersloh in die Weberei gehen, weil da lädt euch das Hesselhoff DJ-Team in die wilden 90er ein. In diesem Sinne wünsche ich euch noch viel Spaß, haut rein, macht's gut.